Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Roypi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge haben wir die letzte Teufelsbestie auseinandergenommen. Und ja, noch ein Skit haben wir erfahren, dass wir zum alten Mann gehen sollten, ob der vielleicht mehr über diese verdammten Waffen wissen, die eigentlich nicht so beeindruckend sind. Ja, mir ist aber aufgefallen, ja, der Stab von Leia, der Padawan, der Beschwörer, ist aber schon besser als das, was sie im Moment ausgerüstet hat. Also, wenigstens hat es sich für einen gelohnt, ne? Aber einige sind hier die Angriffe, aber bringt mir nicht sehr viel bei einigen. Ach ja, und ich habe jeden hier eine Sonnenbrille gegeben, weil wir haben die sechs Viecher platt gemacht, also wir sind voll cool, ne? Wir haben es uns verdient. So. Alter Mann, lang ist es her. Was weißt du über diese verdammten Monster und die Waffen? Ihr da, wollt ihr meine Geschichte hören? Entschuldigung, wenn es um die Teufelsbestie geht, die habt ihr uns schon erzählt. Echt? Ach wirklich? Dann lasst mich euch wenigstens noch einmal warnen. Versucht nicht gegen sie zu kämpfen, wenn euch eines begegnet. Ich glaube nicht, dass uns eins über den Weg laufen wird, da wir bereits alle sechs erledigt haben. Ihr habt was? Das ist doch unmöglich. Jetzt kann ich keine Geschichte mehr erzählen. Aber es ist wahr. Seht selbst, wir haben alle Waffen bei uns. Es ist wahr. Die Legende ist wahr. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass der Tag einmal kommen würde. Die Prophezeiung. Nach so langer Zeit ist meine Seele endlich frei. Frei von den Klauen dessen, der meine Seele an die Leben der Teufelsbestien gebunden hat. Geht's euch gut, alter Mann? Oh, tapfere Krieger, Bezwinger der verfluchten Teufelsbestien, hört! Ihr müsst mit dem goldenen Schlüssel die Tür öffnen und den Herausforderern, der wartet. Nee, das ist ein falsches Spiel. Wenn ihr das getan habt, werdet ihr euch auch das Geheimnis erfahren, das im Reich der Menschen verborgen liegt. Über die wahre Macht der Teufelswaffen. Der wartet. Die Tür zu der Welt, Magnus Zero, liegt dort, wo mein Körper verendet ist. Als ich Trille vor 20 Jahren meinen letzten Atem aushauchte, im dunklen Herzen von Fezzable. Und weg ist er. Er ist fort. Trille, das war der Typ, der die Teufelsbestien erschaffen hat. Das klingt vielleicht eigenartig, wenn man bedenkt, dass wir gegen Maxwell persönlich gekämpft haben und nach Olympus uns zurückgereist sind. Aber geschieht das wirklich? Ich glaube schon, wenn Maxwell und Olympus sich als real herausgestellt haben, wieso nicht auch das hier? Wir sollten also diesen goldenen Schlüssel zum Mittelpunkt des Fezzable-Moors bringen, ja? Ich bin mir noch nicht sicher, was er meint mit dem, der wartet und wahre Macht der Teufelswaffen. Es ist genauso wie bei allen anderen, das uns bisher widerfahren ist. Wenn wir nicht dorthin gehen, werden wir es nie herausfinden. Wenn wir dorthin gehen, bekommen wir unsere Antworten. Oder werden elendig sterben. Ja. Boah, Entschuldigung. Dann müssen wir zum Fezzable Moor. Ich speichere nur mal zur Sicherheit, weil wer weiß. In Tales of the Abyss muss man auch, wie gesagt, den super oberbösen optionalen Bossgegner erledigen, bis man die wahre Macht der ultimativen Waffen entfesseln konnte. Was natürlich voll Dreck war, weil danach konnte man die nicht mehr gebrauchen. Weil danach hat man den ultimativen Boss erledigt. Also, boah, Entschuldigung, muss die ganze Zeit aufstoßen. Okay, Zugang zu Tolea-Tundra. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo ich hin muss und weshalb und naja. Na gut. Weiß nicht, ich glaube, hier bin ich falsch. Na gut, dann gehen wir nach. Hier. Da müssen wir nochmal den ganzen Weg da durchlatschen, ne? Das kenne ich doch irgendwo ja. Okay, jetzt kommen wir aber wahrscheinlich voll der Überboss-Gegner, der mich in einen Zug hier, in einen Zug, in einer. Mit einem Angriff hier weghaucht, ne? So Level 100 oder irgendwie sowas. Ach Quatsch, ich muss jetzt gegen alle Viecher auf einmal kämpfen. Boah. Und zwar mit doppelter Stärke. Ja. Das ist bestimmt da, wo Gaius früher war. Ich habe mir eigentlich nicht vorgenommen, hier das Spiel komplett, also 100% durchzuspielen, aber ich werde alles machen, was mir hier möglich ist. Also das wird ja wohl reichen, ne?
Wenn es ein Gegner ist, von dem ich 20 Stunden lang trainieren müsste, dann, nee, dann hätte ich auch keine Lust mehr. Obwohl, vielleicht, mal gucken. Wieso war der nicht in diesem Loch? Das sah sehr verdächtig aus. Da hätte ich gedacht, wäre er drin, aber nee. Spielverderber. Okay. Kommt jetzt ein Monster oder kommt ein Typ? Vielleicht kommt der Trille. Naja. Als, keine Ahnung, was weiß ich, was für eine Form. So. Ja. Hallo? Hier ja, bin ich doch richtig, ne? Fesselbemor. Hallo? Sag mal. Nein, die Strategie. Nein, das fassen wir nie wieder an. Nur den begib ich zum Mon. Nee. Begib ich nach Fort Gandala vor. Hä? Erledigt? Oder was? Hallo? Angriff der Teufelsbestien. Ey. Ich habe keine Quest dafür. Was ist das? Nimm dich noch vor Granada. Hey! Irgendwie kann ich nicht. Wird hier nichts angezeigt irgendwie. Ich soll doch hier hin, Mann. Soll ich die alle ausrüsten vielleicht? Habe ich schon. So. Hier hat seine Teufelswaffe ausgerüstet. Also los. Gib's mir. Was ist denn los? Nö. Vielleicht doch da, wo das Loch war? Komm schon, ich muss noch was erreichen in diesem Part. Aber er hat doch gesagt, Fesselbimmer, ne? Nicht, da muss ich mir die Aufnahme gleich nochmal angucken. Jetzt eier ich hier vollkommen umsonst durch die Gegend. Ja, sieht doch verdächtig aus. Hier ist ein Loch. Kann ich da reinspringen? Ja. Hallo? Nö. Fesselbomor hat er doch gesagt, ne? Mehr Fesselbomor geht nicht. Na, hier oben. Ist das doch da hinten irgendwo? Da ist noch ein Moor. Ist da noch irgendwo ein Gebiet? Ja, hier irgendwo bestimmt. Bestimmt da in dieser einen Sackgasse. Ach, schon, hier ist da irgendwo eine Tür, ne? Ist hier eine Tür? Nö. Ma. Konnte man nicht immer runterspringen? Ja. Okay. Keine Ahnung, machen wir was anderes. Na gut, was haben wir denn noch hier? Erinnerungen an LeRond. Ja genau, gehen wir mal nach LeRond zurück. Genau. Ich bin auch in fast gar keine Stadt hier zurückgekehrt. Also vielleicht gibt es da ein paar Sachen hier zu erledigen. Leias Geschichte oder irgendwie sowas. Kann ich mir vorstellen. Ist das Slave? Auch nichts zu erledigen. Sollte mich allgemein mal in den ganzen Städten nochmal umgucken. Wer weiß, was jetzt hier alles zu erledigen ist. Anscheinend nichts. Ma! Ich hänge dauernd fest. Hi. Tschüss. Geht's hier auch rein? Nee. Okay, und dann nicht hier. Okay, der Part, in dem voll viel passiert, werde ich das Video nennen. War aber bei Jutes. Bei Jutes Eltern auch bestimmt. Hey Papi, ich habe Olympios entdeckt und bin kurz davor, die Welt zu retten. Mann, absolut. Und ich hätte nie gedacht, dass sowas so weit gehen würde. Sind sie wahnsinnig geworden? Okay.
Ja, ich hab dich auch lieb, Papa. Ma. Ich hab vielleicht irgendeine Cutscene noch. 5 Minuten habe ich noch. Din, 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 din. Wo ist die Mutter denn? Weißt du, was ist mir auch egal. Das war sehr produktiv hier. Glaube nicht, dass da am Hafen das ist ja nicht der Hafen, wo wir gerade waren. Ne, hier ist Musik. Die anderen Häfen sind alle still. Mann, 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 Mann. Echt unproduktiv. Unproduktiv. Habe ich improduktiv gesagt? Hä? Gut, dann gehen wir. Wohin? Ja. Kambala haben wir auch schon. Tempel der Xylenwälder. Gehen wir da hin nochmal. Ist auch schon lange her. Vielleicht ist hier was zu erledigen. Bei Monnuchland müssen wir auch noch hin, wegen Elises Hütte. Aber die habe ich ja letztens schon gesucht, habe ich auch nicht gefunden, oder? Also, ja. Hey, das sieht doch irgendwie. Hey, Mila, sieh dir das an. Ja, das könnte passen. Ich wusste es, das Juwel passt. Ach! Tess, schau mal, hier ist jemand. Es ist Ewigkeiten her, dass wir Besucher hatten. Begrüßen wir Sie, Patte. Entschuldigt, dass wir euch so überfallen. Dafür sind also die Kugeln da, oder was? Schon gut, fühlt euch wie zu Hause. Wer seid ihr? Ich bin Tess und das ist Patel. Wir sind die Verwalter des Tempels. Ihr müsst viel Zeit haben, wenn ihr einen untergekommenen alten Tempel wie diesen besucht. Darf ich fragen, was das hier ist? Oh, ihr meint das transzendentalen, großes Ding. Mit einem Muster von aus 23 Juwelen repräsentiert es die drei grundlegenden Aspekte unserer Welt: Geister, Menschen und Seelen. Es war eins der größten Wunder von Riesenmaxia. Aber irgendwann wurden seine Juwelen entfernt und alle in vier Richtungen der Welt verstreut. Der Legende nach bewahrt der Tran, weil das Ding immer noch ein Geheimnis ist. Ein Geheimnis? Ich komme ja voll mit den Stimmen und durcheinander. Das weiß niemand. Sogar die Einzelheiten der Legenden sind im Laufe der Zeit verblasst. Meine Güte, eins der Juwelen ist wieder da. Wart ihr das? 23, wie viel habe ich denn? Wenn ihr alle Juwelen finden könnten, können wir das Geheimnis vielleicht endlich aufdecken. Ein uraltes Geheimnis. Das klingt faszinierend. Okay, wehe, ich muss jetzt alle einzeln hier reinstecken. Oh, ich habe uns mehr Juwelen gemacht, nicht wahr? Wunderbar. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es müssen nur noch 6 Juwelen gefunden werden. Was wir hier verehren? Naja, die Menschheit hat seinen Namen vor langer Zeit vergessen, aber man kennt ihn als den, der alles überwindet. Kriege ich auch was dafür? Ich habe keinen weiteren Warteller. 6 Juwelen noch, okay. Na super. Eigentlich möchte ich mit euch reden, Mann. Okay, dann nochmal, wie ist denn das hier? Haben wir hier noch was gemacht, irgendwie? Wir haben einen Ring, wo Kugeln reinpassen. Wir haben noch nicht alle. Ja, super. Haben wir hier noch was? Ne. Okay, dann würde ich sagen, mache ich gleich einen Cut. Ich gucke mal, was da oben ist. Vielleicht ist da noch was. Vielleicht ist da noch eine Cutscene. Die mir voll die Zeit raubt, aber was soll's. Ist ja was drin? Nö. Doch, ne. Hier aus, nö. Obwohl, Rome muss geil werden. Ich habe keinen Bock hier
Apfelgummi oder sowas zu verballern. Okay, danke. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich mache einen Schnitt und dann, wer weiß, was wir dann nächstes Mal machen. Transzendentale Ring. Ich kann das nicht aussprechen. Ich würde sagen, wir gehen dann zum Monochrat und suchen Elises Hütte. Ja, Elises Haus. Und dann mal sehen. Tschüss, jedenfalls. Tschüss.